das jüdisch-orthodoxe Viertel Mea Shearim in Jerusalem ist eine Welt für sich. Schon rein äußerlich unterscheiden sich die Bewohner vom Rest der säkularen oder liberal-religiösen Bevölkerung. Die streng orthodoxen Männer tragen schwarze Anzüge mit weißen Hemden und einen schwarzen Hut. In den Haushalten gibt es keine Zeitungen oder Zeitschriften, geschweige denn ein Radio, PC oder Fernseher. Das alles lehnen sie ab. Nachrichten werden nur über Wandzeitungen verbreitet, die an einer der zahlreichen Plakatwänden geklebt sind. Wat Yashem ist die nationale israelische Gedenkstätte, die an die Ermordung von 6 Millionen europäischer Juden durch die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs erinnert. Tel Aviv, die weiße Stadt, ist anders als der Rest des Landes. Hier findet man Bars und Clubs und Restaurants in Hülle und Fülle. Es wird in den Tag hineingelebt. Politik und Religion scheinen weit, weit weg. Die Stadt ist erst 100 Jahre alt. 1909 siedelten Juden aus dem arabischen Jaffa in die nördlich gelegenen Dünen und gründeten dort, wo heute der Shalom Tower steht, eine Stadt. Es gibt noch einen kleinen Altstadtkern, wo sich vorwiegend Künstler und Boutiquen niedergelassen haben. Eindrucksvoll und liebenswert ist der Carmel Market mit seinen Marktschreiern, offenen Küchen, einstöckigen Häuschen und Kattblätter kauenden Bewohnern. Thank you.
הלו, מה קורה? גבי, אל תצטרך. אני לא מבין. אני לא מבין. אני לא מבין. אני לא Meer und Sonne bestimmen den Rhythmus der Stadt. Israels Mittelmeerküste bietet große Vielfalt, wie hier der Fishman Beach in Tel Aviv. With peace and love and happiness all the time, forever. Nach einem kurzen Strandspaziergang lockt die Kulisse von Old Jaffa mit ihren Türmen und grünen Minaretten. Schon von weitem hört man den Muezzin singen. Wieder waren es die Kreuzfahrer, die Jaffa in eine Festung am Meer verwandelten. Und wieder war es Napoleon, der sie zerstörte, bis die Türken sie schließlich wieder aufbauten. Heute ist der arabische Teil Tel Avivs eine Mischung aus Künstlerquartier, Touristenhub und authentischem Wohnviertel.